Ein schöner Sommertag. Lassen Sie die Fahrgäste einsteigen und dann geht es einmal um den Ring herum auf der S41. Der Zug besteht aus 6 Wagen, hat also 24 Achsen. Halten Sie also immer am Haltesignal mit dem 24X-Zeichen darunter. Wenn es das nicht gibt, halten Sie am hintersten Haltesignal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt im Train Simulator Classic auf der Ringbahn Berlin. Wir lassen mal die Fahrgäste zusteigen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir sind heute mit der Baureihe 483 unterwegs von Berlin-Ostkreuz nach Berlin-Ostkreuz. Wir fahren heute einmal den kompletten Ring, einmal rundherum. Und ja, ich freue mich sehr. Knapp 37 Kilometer werden wir unterwegs sein. Ich zeige euch nochmal ganz schnell hier den Ring. Wir fahren hier einmal entlang den Ring, um dann hier wieder anzukommen. Ich freue mich, ich hoffe, ihr auch. Wir stellen uns hier noch unser Zugziel ein, die S41 Ring, und machen die Siefer noch aus. Das klappt hier nämlich nicht immer so gut, wie es soll mit der Siefer. Deswegen machen wir die einfach mal aus. Vmax ist 100 und dann können wir hier schon einmal die Türen schließen und sind abfahrbereit. Ja, die Ringbahn ist ja jetzt auch bei Steam erhältlich mittlerweile für den Train Simulator. Könnt ihr jetzt auch da käuflich erwerben. Da kommt der Kollege hinein. Wirklich eine tolle Strecke. Also ich kann, wer wirklich einige Strecken zur Auswahl hat, die er sich kaufen will, ich kann diese Strecke hier echt nur empfehlen. Hier wird einem so viel geboten, allein schon streckentechnisch und auch was den Streckenbau angeht. Es ist halt einfach so schön umgesetzt. Unter den letzten beiden Videos, da kommt der Regionalexpress entlang gefahren, bin jetzt schon zweimal hier gefahren und da haben viele geschrieben, jep, das hat hohen Wiedererkennungswert. Nächste Station, Treptower Park. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und 9. Fahrgäste zum Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Ausstieg links. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Richtig, richtig. Ein großer Bonus gegenüber TSW, wie ich finde, diese Bahnansagen. Wir halten einfach am letzten Haltesignal, weil ihr seht, das ist nicht immer so super zu erkennen, hier 24X und so. Deswegen einfach zum letzten H und dann passt das schon. Oder auch nicht. Doch, das passt noch. Sollte noch passen. Schauen wir mal raus. Ja, das ist noch vollkommen okay. Weiter hinten kann man fast gar nicht halten. Da fährt der Kollege aus. Eine absolut bombastische Strecke. Und soll ja erweitert werden. Der gute Bahnjan, der arbeitet ja im Moment. Ich bin mir gar nicht gerade sicher, ob das wirklich eine Erweiterung der Strecke werden soll. Oder eine eigene Strecke. Hier die S9 nach Schönefeld. Aber es wird dann wieder eine Strecke hier rund um Berlin. Nächster Halt ist dann die Sonnenallee. Ich finde, im S-Bahn-Dienst hat man halt auch immer schön was zu tun. Muss sehr oft anhalten. Ist halt ein komplett anderes Fahrfeeling, als wenn man im Fernverkehr unterwegs ist, ne? Ist ja auch der Grund, warum viele die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg in Transim World nicht gerade toll finden. Man hat einen Zwischenhalt in Fulda. Wenn man es ganz genau nimmt, hält da eigentlich die LZB auch von selber. Braucht man gar nichts machen. Nächste Station, Sonnenallee. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. So, hier dürfen wir mal kurzzeitig unser Potenzial ausfahren, die 100. Hier links ein paar Güterwaggons und eine Ludmilla, auch mit Güterwagen hinten dran.
Gibt es ja auch, ich glaube sogar zwei oder drei Szenarien sogar, die mitgeliefert sind, wo man auch mit der Ludmilla fahren kann. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Und gibt natürlich auch einige Szenarien im Racing Forum für die Strecke. Werden wir am S-Bahnhof Sonnenallee. Wie gesagt, wir fahren einfach jetzt immer bis nach ganz hinten durch. Ich denke, da sind wir auf der sicheren Seite, dass wir komplett drin stehen, weil diese kleinen weißen 24X, die sind nicht wirklich super zu erkennen. Und zack. Wunderschön. Wir wollen wieder fahren. Unterstützen Sie uns, damit die gute alte S-Bahn wieder fährt. Spendenkonto auf www.hisb.de. Kommt der Kollege rein. Auch hier die Vegetation zwischen den Gleisen. Wirkt halt alles sehr, sehr stimmig. Ui, die Dame müsste ich eigentlich Meldung machen jetzt, ne? Das geht natürlich gar nicht. Na gut, wir haben nichts gesehen jetzt hier. Haben wir rot? Ist das unseres? Nee, ne? Da. Nächste Station, Neukölln. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 7. Ausstieg links. Ui, wir haben rot. Ja, wahrscheinlich wegen dem Zug hier, ne? Ich weiß gar nicht, PZB habe ich hier noch gar nicht gefunden. So eine Zugsicherung. Keine Ahnung, ob es das hier nicht gibt. Aber wir haben auf jeden Fall hier rot, da unser Bahnsteig belegt ist. Zack. Können wir mal gucken hier, Berlin. Ja, ist klar, ne? Dass das hier hinten ist der Fernsehturm. Aber dass das jetzt natürlich nicht komplett gebaut ist, das reicht ja hier, ne? Wenn man hier durchfährt. Das ist ja okay so. Ne? Performance sparend. Ja, man kann sich auch hinten reinsetzen. Auch schön, hier ist auch die Zugzielanzeige. Auch hier herzlich willkommen bei der S-Bahn Berlin. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Train Team Berlin TTB. Sie fahren im Wagen Nummer 484020A. Kann hier auch so ein bisschen durchschalten. Kann man auch andere Sitzpositionen einnehmen. Könnte auch hier mitfahren, aus dem Fenster gucken. Auch gar kein Problem. Da fährt der Kollege aus und dann sollten wir jetzt auch grün bekommen. Genau. Oder Fahrt. Grün ist es ja nicht, aber wir dürfen in den Bahnhof einfahren, in den Haltepunkt. Ja, schreibt es mir mal gerne, ob es hier auch in den Fahrzeugen PZB oder irgendeine andere Zugsicherung gibt. Gefunden habe ich hier nichts. Was los hier?
ganz kleinlich wollen wir nicht sein. Wir halten jetzt einfach hier an. Dann weiter zur Hermannstraße. Nächste Station, Hermannstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 8. Ausstieg links. Auch eine tolle Station hier. Mit diesem Übergang hier. Das sieht toll aus. Willis Bierquelle. Brücke hier drüber. Rolltreppen hier. Na, was kommt hier? Ah, schaut mal. Sehr genial. Machen wir mal hier so. Die Zeit nehmen wir uns. Ach, herrlich. Ist das nicht super? Einmal die Louis hier vorbei. Sehr schön. Gucken, vielleicht können wir die einholen. Sollten wir eigentlich schaffen, ne? Tempelhof ist 3,4 Kilometer. Geben wir mal Gas hier. Hebel to the table. Ob wir die gute Ludmilla nicht einholen können. Ich fand die Fahrt im Winter ja echt schön, aber hier im Hochsommer, das ist halt wirklich Flair. Das ist halt wirklich schön. Nächste Station, Tempelhof. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Für eine pünktliche Abfahrt, bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Sollten wir noch einholen können, ne? Ja, sieht gut aus. Na, wahrscheinlich nicht ganz. Das sind alle Standardfahrten, die hier mitgeliefert werden. Ne? Das ist schon wirklich genial, was hier auch an Rollmaterial unterwegs ist, an Zugverkehr. Links hier die Fahrzeuge und die LKWs auf der Straße. Ach, das ist sehr schön hier, der Flughafen. Auch mit dabei, Tempelhof. Und wir überholen wirklich nochmal die Ludmilla. Wird uns dann noch mal überholen. Links die Autobahn.
Flugzeug rein. Sogar mit Sound. Ach, das ist alles. Ist. Weiß nicht, ob das so rüberkommt, als wäre ich ein Fanboy oder so, aber der bin ich wahrscheinlich auch. Das ist wirklich eine tolle Strecke. Kommt die Ludmilla wieder vorbei, wir hören sie schon. Sowas macht es einfach aus. Das ist halt wirklich genial. Das fehlt halt wirklich in Trains in World. Es fehlt halt einfach. Da kann mir auch der größte Fan von TSW sagen, was er will. Das fehlt halt einfach. Kommt der nächste Kollege rein. Wie gesagt, hier hinten der Flughafen. Na, hier das Flugzeug gelandet. Wirklich toll. Hier mitten im Gleisvorfeld die Landungslichter. Genial. Ja, nächster Halt an Südkreuz. Vom Ostkreuz zum Südkreuz. Nächste Station Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 2, 25, 26 zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg links. Unten der Fernverkehr. Schauen wir gleich auch noch mal uns in Ruhe an, wenn wir stehen. Zack. Fehlt leider die Oberleitung. Das haben sie nicht mit dargestellt, aber hier unten, das ist auch, glaube ich, gar nicht befahrbar. Ne? Nein, das ist nicht befahrbar, das ist einfach nur, damit es da ist. Ne? Aber hier unten fehlt halt leider die Oberleitung. Das ist nicht mit verbaut. Wenn man oben guckt, na, hier hat man dann auch, ich denke hier, das sind. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Aber schön. Nächste Station Schöneberg, Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Ausstieg links. Können wir mal speichern. Weiß das jemand, was das ist? Uiuiui. Na, das klappt aber noch. Brauchen wir gar keine Notbremsung machen. Ah,
das ist, man darf sich nicht ablenken lassen, ne? Was mich ja bei so Streckennetzen immer wahnsinnig interessiert ist, was war zuerst da, die Strecke oder die Stadt? Weil sowas schon in eine schon ausgewachsene Stadt zu integrieren, man sieht es ja in Transportfieber, wie schwer das immer ist. Das finde ich immer sehr spannend, was da zuerst da war. Hier nochmal gucken. Na, hier unten haben wir auch noch. Oh, wo ist es? Ups. Hier. Na, wo war es denn? Hier war doch eben Gleise. Hier, genau. Unten haben wir auch noch Gleise. Ich finde das immer so schön, so Turmbahnhöfe, ne? Unten fährt dann auch noch die S-Bahn lang. Was ich mal gelesen habe, ist, im Osten von Berlin gibt es eher so Straßenbahnen und so und im Westen ist S-Bahn, U-Bahn etc. Weiter zum Innsbrucker Platz. Nächste Station Innsbrucker Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 4. Ausstieg links. Nehmen wir dann die U-Bahn. Schön der Platz hier unten. Gefällt mir gut. Hier. Hier lang wahrscheinlich der Bus. Hier mal ein Taxistand. Hier gibt es Blumen. Hier geht es dann runter zur U-Bahn. Alles echt schön dargestellt, ne? Nächste Station, Bundesplatz. Übergang zur U-Bahn-Linie 9. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Auch hier rechts wieder die Autobahn. Polizei darf nicht fehlen. Der Platz ist dann hier unten, oder wie? Ja. Hier ist der Bundesplatz. Heidelberger Platz, ganz
viele Plätze. Aber ist hier echt alles ohne Oberleitung? Nicht-U-Bahn-Gleise, S-Bahn-Gleise. Nächste Station, Heidelberger Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 3. Ausstieg links. Ah, schön. Nächste Ludmilla mit Kesselwagen. Gucken, hier oben scheint ein Parkplatz zu sein. Hm? Ne, hier oben ist tatsächlich sogar. Doch, hier ist. Ach, hier ist eine Tankstelle. Sieht aber verlassen aus. Ist ja auch lustig hier. Den Smileys. Das ist wahrscheinlich von der Autobahn. Hm? Das ist ja fast dreistöckig hier. Eins, zwei, drei. Krass. Richtig, richtig. Heftig, ne? Wie man dann hier in die Höhe baut. Oh, knapp die Hälfte haben wir bald. Echt noch eine Menge, was wir hier anzufahren haben. Knapp eine Stunde dauert das, wenn man hier einmal den Ring komplett schließt. Nächste Station, Hohenzollern-Damm. Ausstieg links. Auch die Performance kann man echt nicht meckern. Da gibt es echt schlimmere Strecken im Train Simulator, die wirklich viele, viele Nachladeruckler haben. Klar, man kann sich die Strecken entpacken. Da minimiert man auch die Nachladeruckler. Aber so, out of the box, ohne dass man die Strecken entpackt, ist es eigentlich, ja, was die Performance hier angeht, ziemlich, ziemlich nice. Ui, kommen aber viele raus, ganz viele Zwillinge und Vierlinge, Fünflinge. Der Hohenzollern-Damm. Auch hier diese Werbung, ne, ist immer sehr, sehr nice. Verschiedenfarbigen Mülltonnen. Wo laufen die eigentlich hin? Hier kann man noch nirgendwo hin. Ja, die verschwinden dann auch einfach. Ich glaube, es ist so auch einzigartig in Train Simulator, dass man eine Strecke hat, wo Anfangs- und Endbahnhof der gleiche ist. Also ja, gibt wahrscheinlich auch Pendelbetriebe auf einigen Strecken, aber. Nächste Station, Halensee. Ausstieg links. Aber dass man hier wirklich
Einmal im Kreis fährt, weiß ich nicht, ob es das überhaupt so im Train Simulator gibt. Viele fragen ja auch immer, warum nicht endlich mal was aus Berlin kommt in Trains and World. Also ja, ich glaube, man kann sich da schon fast denken, warum das so ist. Performancemäßig wäre das, glaube ich, die reinste Ruine, wenn man das mal so ausdrücken darf. Gerade auf den Konsolen der älteren Generationen. Solange da TSW Add-ons noch erscheinen, wird Berlin wahrscheinlich niemals kommen. Ich meine, was hier alles an Häusern steht, was hier an Verkehr generiert werden muss. Allein die Gleise, die hier liegen, Vegetation, also das ist schon. Berlin hat so viele markante Gegenden und Gebäude. Ich meine, wenn wir hier mal rausgehen und einfach mal gucken. Ich meine, guckt euch die Skyline mal an hier. Das ist. Also, ja, wenn man das nachbauen würde in Transom World, da hinten sind wir hergekommen von diesem Gebäude, wo ich gefragt hatte, was das ist. Wenn das in TSW nachbauen würde, ich weiß nicht, ob das wirklich, was die Performance angeht, viel Spaß machen würde. Keine Ahnung. Im Train Simulator Classic hier mag das noch gehen. Der ist jetzt nicht so performance-lastig, aber ja, das ist für mich einfach der Hauptgrund. Also ist für mich meine persönliche Antwort, warum es da noch kein Berlin in Trains and World gibt. So, auf zum Westkreuz. Nee, nicht Aufgabe, sondern Spieler zentrieren. Wir sind ja hier. Jetzt sind wir hier im Westkreuz. Ost, Süd, West. Und jetzt kommt das Westkreuz dran. Nächste Station, Westkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 75 und 9. Ausstieg links. Och, da kommt für sogar ein ICE angefahren. Schaut mal da. Ist das nicht cool? Wunderbar. Alles mit dabei hier. Güterverkehr, Regionalverkehr, Fernverkehr, S-Bahnverkehr. Ja, natürlich nicht fahrbar hier auf der Strecke, aber dass die Züge hier überhaupt durch die Gegend rollen, finde ich eigentlich recht nice. Sollten wir jetzt auch einholen? Gehe ich davon aus, obwohl S-Bahn-Messe hier ist 700 Meter weg. Das wird wahrscheinlich nichts. Das hier sieht mir aus wie ein Kraftwerk. Für alle, die mich vielleicht belächeln, dass ich mich hier nicht so gut auskenne. Ich Nächste war. Station, Messe Nord, ICC. Übergang zur U-Bahn-Linie 2. Fahrgäste zum zentralen Omnibusbahnhof Zopp steigen bitte hier aus. Ausstieg links. Ich war tatsächlich noch nie in Berlin. Noch nie in unserer Hauptstadt gewesen. Aber da mal hinfahren und mich hier in die S41 setzen, da hätte ich schon echt mal Bock drauf. Schaut euch mal den Verkehr an, hier rechts und auch links. Naja, und das darzustellen, nochmal in TSW, das würde jegliche Performance sprengen. Das ist halt einfach so. Da brauchen wir nicht groß drum herum reden. Ein wenig weit, aber passt noch. Das passt noch. Ist das Geländer?
Ja, schaut euch das mal an. Also viel Spaß mit der Performance, wenn man das in TSW darstellt. Also ihr merkt schon, das ist für mich halt einfach, da traut sich Darth Games nicht ran. Vielleicht ja irgendwann jemand, einen Drittentwickler oder so, aber Darth Games traut sich da nicht ran. Der Pilot 21, der hat sich jetzt mal an Frankfurt und den Hauptbahnhof getraut. Gucken, wann wir da mal wieder was Neues von hören, aber an Berlin traut sich keiner ran. In Transim World. Und weiter zum Westend. Ja, mit diesen wegploppenden Fahrzeugen, das sieht natürlich nicht so schön aus. Aber es ist halt trotzdem cool. Es ist halt viel Verkehr. Hat was, ne? Nächste Station, Westend. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Jo, sind wir mittlerweile hier oben. Nächster Halt ist dann hier Jungfernheide. Hier müssen wir hin, also ja, knapp die Hälfte haben wir jetzt. Scheint erst beim Betriebswerk so ein bisschen hier so rechts zu sein. Kleines. Nächste Station, Jungfernheide. Übergang zur U-Bahn-Linie 7 und zum Regionalverkehr. Ausstieg links. Einmal schön überworfen hier. Aber mit dem Bremsen habe ich es noch nicht so hundertprozentig raus. Aber ja, in der Realität, wenn man das Fahrzeug natürlich täglich fährt, irgendwann weiß man da im Schlaf, wann man zu bremsen hat, wie stark man zu bremsen hat, damit man den Eibenguss auch da anhält, wo man anhalten muss.
Hui. Ein schöner Kesselwagenzug und ein ICE, der durchfährt. Der fährt sogar hier bei uns vorbei. Sehr schön. Nächste Station, Beusselstraße. Ausstieg links. Also ab und zu gibt es so ein paar ganz, ganz leichte Nachladeruckler, aber das ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Westhafen, nächster Halt. Tatsächlich auch Berlin-Nordkreuz? Habe ich noch gar nicht gehört. Nächste Station, Gibt's das? Westhafen. Übergang zur U-Bahn-Linie 9. Ausstieg links. Markantes Gebäude hier, ne? Was ist das für ein Gebäude? Himbeere. Jetzt ist die Stromschiene links und im Bahnhof ist die meist immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Bahnsteig. Weil wenn hier jemand runterfällt, ja, fällt er nicht auf die Stromschiene. Da hat er nämlich echt ein Problem, wenn er da drauf fällt. Da gibt es so Bereiche wie hier manchmal auf der Strecke, wo halt die Vegetation komplett fehlt. Hier auch.
dass sie dann gegenüber dem Rest der Strecke dann doch ziemlich, ja, ziemlich kahl aus, ne? Als wäre hier irgendwie das Ganze noch nicht fertig. Ja, auch eine Riesenanlage, ne? Als würde hier was fehlen. Ja, muss man dann aber auch mal ansprechen. Das ist irgendwie nicht der Standard der Strecke, die ich bisher gesehen habe, dass hier überhaupt keine Vegetation ist. Aber verbaut wurde hier, also an dem Streckenabschnitt wurde gebaut, was die Vegetation angeht. Weil man ja hier und auch hier vorne Vegetation hat, wirkt ein bisschen unfertig an dieser Position hier. Nächste Station, Wedding. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Ausstieg links. Das sind die. Ich glaube, hier geht es zum Hauptbahnhof, ne? Ja. Auf der Strecke Berlin-Leipzig fahren wir, glaube ich, immer hier oben lang. Zum Hauptbahnhof von Gesundbrunnen aus. Ja, passt, stimmt. Gesundbrunnen kommt hier auch. Genau. Ist dann Gesundbrunnen sowas wie Nordkreuz? Fast meinen, ne? Mal gleich auf die Map gucken. Nur spannend, wenn das so wäre, dass alle Knotenpunkte rund um die Ringbahn Süd, West, Ostkreuz heißen und das Nordkreuz in Anführungsstrichen heißt dann Gesundbrunnen. Müssen aber eigentlich in dem Streckenabschnitt jetzt sein. Ne? Genau, ist jetzt hier. Und hier ist Gesundbrunnen. Das ist dann sowas wie das Nordkreuz. Ne? Hier geht es dann, glaube ich, nach Pankow. Ne? Genau, hier Pankow. Da sind wir beim letzten Mal hingefahren. Aber ich glaube, so rum. Ne? Genau, dann sind wir schon fast wieder zurück. Wenn wir jetzt hier sind, ist es nicht mehr weit, bis wir dann wieder zurück sind. Nächster Güterzug uns entgegen. Nächste Station, Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25, 26 zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg rechts. Einiges, was hier fährt, ne? Am Gesundbrunnen. Bahnhof, ne, wenn man sich das so anschaut. Richtig monumental. In jedem anderen Städtchen in Deutschland wäre das der Hauptbahnhof hier. Hier ist es einfach, ja, einer von vielen Bahnhöfen.
Oberleitung, genau. Richtig. Und hier oben. Hier oben ist die Straße. Parkplätze. Sehr cool. Na, fahren wir jetzt geradeaus? Ich denke, ne? Ja. Einmal in den Untergrund. Nächste Station, Schönhauser Allee. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und zur U-Bahn-Linie 2. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Wie viel Arbeit das gewesen sein muss. Allein die ganzen Gleise. Ja, es ist ja auch ein Nachbau, ne? Also es ist jetzt nicht frei Schnauze hier alles hingelegt, die ganzen Gleise hier reinzulegen. Dann allein die ganze Signaltechnik, Oberleitung, all der Kram. Die Stromschienen, die ganzen Bahnhöfe nachzubauen dann, also wow. Ihr müsst euch das mal echt vor Augen führen. Das ist wirklich... So viel Sisyphus-Arbeit. Allein die ganzen Werbeplakate hier rechts anzubringen, das muss man ja alles einzeln setzen. Da gibt es kein Asset, wo man da einfach sich bedient und das da hinsetzt und fertig. Jeder Baum, jeder Grashalm und ich bin mir gar nicht sicher, ob es das hier im Train-Simulator auch gibt, dass man wie in Transport, wie man so einen Pinsel hat, wählt man sich seine Grastextur aus und pinselt hier einfach einmal drüber. Weiß ich gar nicht, ob es sowas gibt. Wenn nicht, dann ist hier alles per Hand gesetzt, ne? Das wäre schon. Die ganzen Hektometertafeln, die Signalbrücken. Da muss man ja auch hier den Autoverkehr so implementieren, dass er dann auch fährt. Ne? Das sind ja keine stehenden Assets, die einfach nur schön aussehen sollen. Das ist ja dann auch funktional. Das fährt ja auch durch die Gegend. Und das muss dann auch noch alles so funktionieren, dass es am Ende im Spiel auch funktioniert. Wenn ihr versteht. Wirklich heftig. Wirklich eine Sauarbeit, die hier drin steckt. Und es ist wirklich so schön geworden. Da wurde sich echt Mühe gegeben. Bis auf ganz wenige kleine Ausnahmen, wie wir eben gesehen haben, wo irgendwie ja, die Vegetation fehlt. Aber hier in dem Bereich zum Beispiel wieder alles sehr, sehr schön. Nächste Station, Prenzlauer Allee. Ausstieg links. Ausstieg links, Speicher nochmal. Ups, viel zu schnell. Da oben zu wohnen ist aber auch schön. Du bist als Bahnbegeisterter. Mal jeden Tag was zu schauen. Auch toll hier. Ne? Allein dieses Gebäude mit dem Zugang von hier oben. Ach, hier haben wir Straßenbahn. Das ist ja auch sehr schön. Ne, hier, schaut euch mal den Zugang an. Ja, die 2D-Fahrräder. Auch schön. Ja, also das ist wirklich toll. Selbst hier drin sind Informationstafeln und so verbaut. Wahrscheinlich nie jemand reinguckt. Dann geht man hier runter und kommt an den Bahnsteig.
The Train TV, ja, sehr schön, auch ein wunderbarer YouTube-Kanal, ne? Mit echt sehr, sehr schicken Bildmaterial, gerade von älteren Baureihen, älteren Jahren. Wirklich toll. Schaue ich auch immer wieder sehr, sehr gerne rein. The Train TV. Jo. Jetzt haben wir noch Greifswalder Straße, Landsberger Allee, Storkower Straße, Frankfurter Allee und dann sind wir wieder beim Ostkreuz. In 6 Kilometern schon einmal die Reise im Kreis gemacht. Nächste Station, Greifswalder Straße. Ausstieg links. Ein bisschen. Aber auch wenn schon echt viel KI-Verkehr hier unterwegs ist, ist es wahrscheinlich noch lange nicht realitätsnah, was hier so fährt. So, einmal vor der Weiche hier zum Stehen kommen. Einmal die Türen auf, können wir hier auch nochmal aus dem Fensterchen gucken. Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Berlin ist eine einzigartige Stadt mit wechselvoller Geschichte. Die S-Bahn ist die Schlagader dieser Metropole und Spiegelbild ihrer Geschichte. Sie sollte nicht profitorientiert betrieben werden. Der Verein Historische S-Bahn setzt in ehrenamtlicher Arbeit für den Erhalt des historischen Erbes ein. Machen Sie mit. Ja, macht gerne mit. Hier ist die Internetseite. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr da gerne mithelfen. Viele bunte Wagen. Nächste Station, Landsberger Allee. Ausstieg links. Gibt ja noch ein S-Bahn-Add-on mitten durch Berlin. Auch ein tolles Add-on. Kann ich auch nur empfehlen. So, jetzt versuchen wir mal einfach später zu bremsen. Nur ab 350 Meter. Einfach. Gucken, wie gut das klappt. So ein bisschen Risiko gehen. Na, das gefällt mir aber auch gut. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das war auch zu früh. Machen wir bei der nächsten Station mal so ab 300 Meter. Vielleicht sogar so 280. Schaut mal, das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Der Zugang, sowas mal in TSW, in Transportfieber. Das gefällt mir echt gut. Geht mal hier rein. Das ist hier Schwimm- und Sprunghalle. Und dann hier hinunter. Wirklich so ein wunderbares Gebäude. Ne? Das würde ich mir mal in Transportfieber wünschen. Ja, hier haben wir die Spring- und Sprunghalle. Auch ziemlich groß. Oder auch hier der Zugang. Das ist ja auch der Wahnsinn von hier oben. Hm.
Schön. Geht's weiter zur Stockower Straße. Gleis Nummer 2, noch ein Intercity. Kommt auch noch durchgebrettert. Nächste Station, Storkower Straße. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Da wir jetzt ein bisschen langsamer sind, machen wir jetzt mal 230 Meter oder so. Auch hier so eine Riesenbrücke als Zugang. Boah, das sieht man mal, was eigentlich in Transporthöfe noch wirklich fehlt, ne? An wunderbaren Assets auch für Bahnhöfe. Ja, auch richtig genial. Einmal hier ganz rüber. Das gefällt mir echt gut. Richtig toll. Ne? Mittelbahnsteig und dann hier der Zugang hier von diesem Park-and-Ride-Parkplatz. Genial. Richtig, richtig cool. Weiter zur Frankfurter Allee. Ach ne, das ist ein Möbelhaus hier, ne? Das ist gar kein Park and Ride, das ist hier ein Möbelhaus. Okay. Nächste Station, Frankfurter Allee. Übergang zur U-Bahn-Linie 5. Ausstieg links. Aber stimmt schon, ne? Es ist wirklich wie so eine Hauptschlagader von so einer Stadt, der ÖPNV. Als Ganzes eigentlich. Und in Berlin ist es natürlich gerade die S- und die U-Bahn. Ganz klar. So, jetzt probieren wir mal hier. So spät es geht zu bremsen. So. Hier einmal verbremsen ist auch nicht schlimm. Aber ich denke, das war jetzt eine gute Referenz. So 330 Meter. Na, das ist schon okay. Ja. Schön reingebremst. Hier auch nochmal die Türchen auf. Der Kollege ist schon weg. Hier geht es dann hinunter zur Mauer. Hier ist dann nichts. Okay. Ja, darf natürlich auch nicht fehlen hier. Berliner Currywurst und alles, was den hungrigen Magen glücklich macht. Zum Biertümpfel. Der Rudi Klabutzke. Der Rudi Klabutzke. So. Und dann zurück zum Ostkreuz. Die letzten 1,44 Kilometer. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuschauen ebenso. Nochmal, um das nochmal abschließend als Fazit zusammenzufassen: eine absolut geniale Strecke. Sehr, 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 sehr hohe Kaufempfehlung für dieses Add-on. Wenn ihr nicht wisst, welche Strecke ihr euch als nächstes kaufen sollt für den Train Simulator, die hier kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Nächste Station. Ostkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 75 und zum Regionalverkehr. Ausstieg links. Es sei natürlich, ihr könnt mit dem S-Bahn-Verkehr überhaupt nichts anfangen, dann ist es natürlich nichts für euch. Aber wenn ihr sagt, ja, da sehe ich mich wieder,
dann ist das hier das Richtige. Das macht einfach so viel Spaß. Kann ich nur weiterempfehlen. So, jetzt machen wir noch mal eine richtig schöne Reinbremsung hier. Ah, wir dürfen gleich nur 60. Egal. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Danke fürs Mitfahren auf diesem Ausflug hier auf die Ringbahn Berlin. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Fahrt. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Gerne ein Abo, falls ihr neu seid. Dann verpasst ihr in Zukunft gar keine Videos mehr. Und dann halten wir hier noch an. Ich würde sagen, ich lasse hier die Passagiere noch ein- und aussteigen und sage damit allseits gute Fahrt, lasst euch nicht ärgern. Bis zu einem meiner nächsten Videos und ciao, ciao.